Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zu euren Top-Tagen im Januar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Und es geht los mit dem 12. Januar. Das ist ein Freitag. Das ist ein Top-Tag für euch. Da steht der Mond sehr schön hier im Zeichen Schütze im 9. Sonnenhaus der Reisen. Und er aktiviert dann bis zum nächsten Tag auch den Mondknoten hier im Löwen. Also der 13. ist auch noch ganz gut für euch. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr da jemand Tolles kennenlernen. Und es ist auch eben eine gute Konstellation, weil der Mond zur Widdersonne günstig steht. Genau. Das wäre also der 12. und der 13. auch noch mit, bloß da haben wir halt auch Sonne, Quadrat, Uranus. Da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr euch nicht streitet. Aber wenn man sich frisch verliebt, kommt das ja eigentlich eher selten vor. Okay, dann habe ich einen Top-Tag für euch gefunden am Donnerstag, den 18. Januar. Da ist schon mal gut, dass die Venus dann gerade in den Wassermann gegangen ist und damit steht sie dann für die nächsten Wochen günstig zur Widdersonne. Und der Mond steht auch günstig, nämlich im Zeichen Wassermann. Und der wird ja dann durch das ganze Zeichen laufen, auch für euch alle drei Dekaden aktivieren. Und aktiviert auch wieder die Mondknotenachse, also auch nochmal eine gute Zeit, um jemanden kennenzulernen oder vielleicht auch einfach, um was Schönes im Freundeskreis zu unternehmen. So, nächster Top-Tag ist dann der 22., das ist ein Montag. Da steht der Mond bei euch im eigenen Zeichen und wird auch wieder den Mondknoten hier aktivieren. Also ist so die Phase vom 22. bis 23. Der wird dann auch einen guten Aspekt in der Zeit zur Venus bilden. Mond-Venus ist einfach auch immer gut mit Leuten, Leute kennenlernen oder was Schönes zusammen unternehmen. Und dann haben wir noch einen Top-Tag am 28. Januar. Das ist ein Sonntag. Da steht der Mond in den Zwillingen günstig zur Widdersonne. Hier besonders schön für die dritte Dekade, weil er den Uranus aktiviert. Das macht euch sehr spannend. Uranus hat an dem Tag allerdings auch einen etwas stressigen Aspekt zu Merkur. Aber diese Spannung wird eben durch den Mond an dem Tag ausgeglichen. Ist also auch dann ein Top-Tag, falls ihr vielleicht aus Versehen mit jemandem aneinander geraten seid, könntet ihr euch dann wieder versöhnen. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!